Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might & Magic Teil 3. Wir sind in der Spinnenhöhle. Wir haben so gut wie alles hier dezimiert und werden jetzt mal anfangen, die was genauer zu untersuchen und die einzelnen Gegenstände mitzunehmen, die hier sind. Näher untersuchen? Ja, nichts gefunden, schade. So, dann werden wir uns ein bisschen hier nachrichten, dass wir alles abklappern. Kristall berühren? Nein, erstmal. Das heißt, ich werde hier viel speichern und laden und meine Charaktere höher bringen. Was haben wir denn hier? Nichts passiert. Ah, die habe ich schon leer gemacht. Alles klar. Stimmt, das war der erste. Der Zeta oder wie er hieß, der mir erstmal ein Rätsel aufgegeben hat. Was ich schon im Netz geguckt habe, diese Rechenaufgabe. Maden bohren sich durch das ranzige Fleisch. Nichts gefunden. Nichts gefunden. Was ist das denn jetzt für ein Bug? Ist das der nichts gefunden Bug? Bin ich hier schon runter? Nein, das ist ein neues Areal, also. Vielleicht hätte ich die Gongs vorher nicht drücken sollen. Sind dadurch alle Knochen irgendwie. Ich habe einen nichts gefunden, Bug, wie es aussieht. So, betätigen wir mal den Gong. Das ist der dritte Gong, den wir jetzt schon schlagen. Ah, jetzt kann ich genau fragen. Party hat eine tödliche Schwarmrolle gefunden. Wer kann die denn lernen? Tanis, nice. Nichts gefunden. Seltsam. Mal hier rein. Party hat eine Tor der Natur gefunden. Ja. Graceland versteht die nicht. Galadriel, er hat die schon. Kann er die nochmal lernen? Das finde ich auch blöd. Oh, hier ist wieder ein Kristall. Seltsames Brummen. Verständnis und Wissen. Sehr gut. Intelligenz. Genau der Richtige dann auch. Nichts gefunden. Habt Acht vor den Trollen von Schloss Bloodrain. Ja, das ist ja direkt hier um die Ecke. Funken sprühen. Grüne Funken. Ja, grün. Was bedeutet grün? Bezaubernder Charakter. Nee, das ist Personalisierung. Okay, das muss dann sie nehmen. Loot. Sehr gut, 36 Personalisierung. Dadurch hat sie dann mehr Spruchpunkte.
nichts gefunden. Die Frage, soll ich jetzt hier links? Oh ne, hier oben war ich noch gar nicht. Boah! Massig Gegner, Erfahrungspunkte, supi. Gold. Noch mehr davon. Nichts gefunden. Oh, und hier ist noch ein vierter Gong. Den schlagen wir auch noch. Ich hoffe, dass das Erfahrungspunkte bringt. Gift heilen. Er kann schon Gift heilen, verstehe ich die Rolle nicht. Tja. Nichts gefunden. So, da waren wir noch nicht dran. Eine Geheimwand. Was haben wir? Der Schrein, der einst hier stand, wurde in das Land der Wasserspeier gebracht. Aha. Giftwurm, der war ja ganz schön stark. Mehr Gegner scheint es hier nicht zu geben. Aber wieder ein Kristall. Seltsames Brummen ist dann sehr wahrscheinlich wieder Intelligenz. Verständnis und Wissen. Sehr gut auf 40. Nice. Das ist echt super. Den haben wir hier. Näher treten, klar. Lord Glück, ich bin Lord Glück. Dies ist mein Tipp. Addiert Lord Machtzahl, dann multipliziert mit 2. Also diese Rechenaufgabe habe ich schon im Netz geguckt, was die Lösung ist. Das war mir dann jetzt doch zu stressig. Die einzelnen muss in der Reihenfolge halt abklappern und dadurch dann sich eine Rechnung aufschreiben, die ich dann mit dem Taschenrechner gelöst hätte. Nichts gefunden. Spinnen! War ich aber schon gewesen, den Gong habe ich auch schon gedrückt. Ist gefunden. Erneuern. Ja, kann sie das lernen? Holy versteht die Rolle nicht. Galadriel versteht die nicht. Gracelyn kann's, okay. Ja, den haben wir ja schon gedrückt. Noch mehr Gegner brauchen wir nicht. Faule Dämpfe steigen aus dem Knochenhaufen auf. Wollt ihr sie näher untersuchen? Jo, nichts gefunden.
glaube, hier können wir unendlich viele Gegner immer wieder neu spawnen lassen. Gelber Festungsschlüssel. Sehr nice. Den brauche ich, um in irgendeinen Dungeon reinzukommen. Statisch Silberraser Langschwert. Einige nette Sachen bekommen. Wen geben wir denn die Schlüssel? Ich würde sagen Nummer 5. Nimmt zwar viel Platz weg, das Zeug dann später, aber... Ah, der Schienenpanzer ist schon kaputt, genau wie der Kettenpanzer. Quadlo-Münze, gelber Festungsschlüssel, sehr gut. Statistisch Silber... Statistisch Silber Raserlangschwert. Das klingt gut. Nichts gefunden. Rennen hier nochmal alles ab. Dass ich hier irgendwo was übersehe. Aber soweit so gut aus. Silberner Gong, den haben wir doch gedrückt, oder? Vielleicht müssen wir die auch in der richtigen Reihenfolge drücken, ich weiß es nicht. Blauer unheiliger Schlüssel. Nice. Was war das für ein Tag? 92. Hier haben wir wieder was. Grüne Funken. Ja, das ist bestimmt wieder Personalisierung. Bezaubernder Charakter. Sehr gut. Ah, da ist es dunkel geworden. Und einmal Magierblick. Fallgruben gab es ja hier, glaube ich, nicht. Und wir geben den nächsten Schlüssel rüber. Blauer unheiliger Schlüssel an meine Klerikerin. Das Problem ist, das sind glaube ich 6 oder 7 Schlüssel gewesen und man hat später ein kleines Platzproblem dadurch. Aber man kann sich einen NPC machen, ja, einen Charakter machen in der Taverne. Das Problem dabei ist, hier ist noch kein Gang. Wenn man das macht und die Gegenstände abgeht, ist es möglich, dass die Gegenstände verschwinden, habe ich gelesen. Und das wäre natürlich mies. Also werde ich die wohl behalten. Dies ist nicht der Weg zum gelben Schlüssel. Jo, den haben wir ja schon. Feuerprügel. Was ist Feuerprügel? Thanis versteht das nicht. Holy. Okay, hier haben wir einen weiteren Sitz. Wer ist hier? Bruder Zeta, da ist er. Eine lange Reise habt ihr gemacht, aber seid versichert, sie war nicht umsonst. Denn mein Bruder sagte mir, was ihr sucht. Und ich habe die Antwort. Am 99. Tag des Jahres, genau, da 99, wird Blackwinds Portal eine Muschel auf der Regenbogeninsel freigeben.
Ich hoffe, das nützt euch. Aber nun muss ich euch bitten, mich in Ruhe zu lassen. Ich bin sehr beschäftigt. Legt dieses Schmuckstück zu den anderen. Eine Quadlo-Münze. Niemanden entlassen. Quadlo-Münze. Rüber zu der Klerikerin. So, da sollten wir mal speichern. Das wäre natürlich gut, wenn ich jetzt die Regenbogeninsel finden würde. Da kann man nämlich nur einmal im Jahr ja hin. Und das wäre in 7 Tagen. 7 Tagen sollte ich eigentlich bis dahin finden. Wenn ich eine kleine Weltreise machen, das wird irgendwie in der Mitte sein. Aber erstmal schauen wir, was es hier noch so gibt. Lord Tempo, ich bin Lord Tempo. Dies ist mein Tipp. Ihr müsst nur 449 subtrahieren. Ist ja Wahnsinn. So, Brummen ist wieder Intelligenz. Verständnis und Wissen. 45 Intelligenz. Sehr schön. So, dann sind wir wieder in der Mitte angekommen, dann sollte es das gewesen sein. So, und jetzt sagen wir zum Hauptkerl, der Thron ist nicht besetzt. Wo war das denn nochmal? Gegner. Und wir sind nicht mehr hochgeskillt. So, geht aber noch. So, hier haben wir auch alles gemacht. Also, oder? Oh. Wer hat mir denn nochmal das Rätsel gegeben? Oder muss ich die dafür in der richtigen Reihenfolge? Ne, der hier war das. Genau. Ne, der war das nicht. Ich glaube, ich bin hier falsch. Da geht's raus. Das war hier. Verstehe ich nicht. Der Thron ist nicht besetzt.
Oder war es hier? Ah, Lord Martin. Müsst ihr alle Lords besuchen und ihre Hinweise sammeln. Bla 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 bla. Kennt ihr das Rätsels Antwort? Ja, ich muss mal ganz schwer überlegen. Das müsste 2301 sein, oder? 20.000. Ihr habt das Rätsel gelöst. 1 Million Erfahrungspunkte. Bäm. Ja, also jetzt sind sie bestimmt 2-3 Stufen hoch alle. Ich alleine besitze die Kraft, die Kristalle wieder in die Höhle zu bringen. Gebt mir 5.000 Edelsteine und sie werden euch wieder segnen. Ja, wir haben keine 5.000, ne? Schade, aber das können wir noch machen, ne? Keine 5.000 Edelsteine. Ein seltsames Brummen. Ja, 55 Intelligenz. Sehr schön. Also das würde sich sogar lohnen hier. Seltsame Flüssigkeit. Das war die Genauigkeit, oder? Ja, triff du mal mit deinen Zweihänder. Sehr schön. Genauigkeit 40. Mal gucken, ob ich da Bank genug dafür habe. 5000 Edelsteine. Grüne Funken war Personalisierung. Ein bezaubernder Charakter. 51 Personalisierung. 150 Spruchpunkte. Seltsame Flüssigkeit ist wieder Genauigkeit. Da gehen wir dieses Mal auf ihn. So, was hat er da? 35 jetzt. Beide auf 25. Sollte ich die jetzt mal ein bisschen nachziehen, damit die auch auf 40 kommen. Da war ich schon. Kristalle vibriert durch die unbekannte Kraft. Und da ist ein Geheimgang hinter. Sollen wir mal speichern. Unbekannte Kraft. Unbekannte Kraft. Vielleicht Macht. Das Glück lächelt euch an. Nee. Dann brauchen wir das natürlich für den Dieb. Ja, der Dieb. Juhu. Glück 41. Supi. Boah. Krass viele Erfahrungspunkte. Los. Also. Nein, nicht berühren. Gegner Verzaubernrolle gefunden. Unbekannte Kraft, wieder Glück. Na, Glück ist für ihn am wichtigsten, weil er halt die ganze Zeit alles am... Okay, dann sollte das hier gewesen sein. Was haben wir für einen Tag? 92 noch, sehr gut. Dann muss ich hier nochmal hin, wenn ich 5000... Edelsteine habe. Verlassen? Ja. Ihr verlasst die Spinnenhöhle. Ja, einiges erreicht in diesem Video. Halt. Wir haben 2000, wir haben massig Punkte hochgemacht und wir haben zusätzlich auch noch wir können uns eigentlich auch teleportieren, das ist eigentlich Blödsinn. Ne, wir müssen uns erstmal gucken, ob wir aufgestiegen sind.
Und wir haben zwei Schlüssel bekommen für irgendwelche Dungeons, wo wir jetzt rein können. Das ist ja auch wichtig. So, Stufe 11. Kostet 1000. Könnte natürlich billiger sein bei dem zweiten Teil. Das testen wir jetzt mal. Wir da was Geld sparen. Muss ich nur gerade gucken, wo war der Teleporter hier nochmal? Ah ja, genau. Das war nicht frei, das war See, genau. Wachtbucht. Da können wir jetzt bis 15 oder 20 leveln, glaube ich. Das ist der Ausgang. Kostet auch 1000. Ja, hätte also nichts geändert. Nice. Stufe 13. Sehr schön. Einige Stufen hoch. Tag 98. Ah. Das ist jetzt die Frage. Wann habe ich das letzte Mal gesaved? Mist, weil ich habe jetzt nur noch einen Tag, um da hinzukommen. Ich weiß nicht, wo das ist. Ja, das wird sehr wahrscheinlich schief gehen. Das machen wir beim nächsten Video. Das nennen wir dann auf der Suche nach dem, ja, nach der Muschel, nach der Insel da, wo wir hin müssen. Wie ist das? Steht nicht bei, schade. Nun denn, bis zum nächsten Mal, euer Jojen.